Es ist die erste Bundesliga-Rückkehr für Thomas Tuchel nach Dortmund. Herzlich willkommen. Was löst das in Ihnen aus? Champions League-Gefühle, weil es Abendspiel und auf Champions League-Niveau ist. Die Champions League. Also keine emotionale Verbindung in irgendeiner Form mehr zum BVB. Doch, natürlich. Haben Sie jetzt reininterpretiert, natürlich. Ich habe einfach nur gefragt. Ich kenne ja jeden und deshalb ist meine Sache. Aber brauchen wir jetzt vorm Spiel? Ich bin jetzt fokussiert aufs Spiel. Okay. Nach der Pleite im Pokal ist der Druck relativ groß. Wie kraftvoll wird die Reaktion der Bayern ausfallen? Werden wir sehen, der Druck ist immer groß bei Bayern. Warum sind Sie denn so zwider, wie man in Bayern sagt? Ja, doch. Ich möchte nicht stören, wenn die Experten über uns sprechen. Was meinen Sie? Nichts, möchte nicht so lange stören, wenn die Experten Sie über uns sprechen. Sie stören nicht, wir haben Sie sehr gerne am Mikrofon. Nächste Frage. Aber was hat Sie denn jetzt gestört? Nichts. Alles gut. Das merke ich. Ja. Okay, eine gut. Frage? Ja, ich habe noch eine Frage. Ich habe sogar mehrere Fragen. Vielleicht beantworten Sie die ja auch ausführlicher. Thomas Tuchel zu uns. Nach dem 4-0. Und wir haben ja gesehen, er war richtig on fire heute. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Warum ausgerechnet heute das beste Bayern-Spiel der Saison nach all den Vorzeichen? Pokal, knappes Personal. Trotz Zerwürfnis in der Mannschaft mit Trainer, meinen Sie, und trotz keiner Weiterentwicklung. Ja, war sehr überraschend alles. Also warum dann das... Weiß ich nicht. Was denn jetzt? Lothar bestimmt. Lothar weiß es. Oder wenn es Lothar nicht weiß, weiß es Didi bestimmt. Was? Gut, können wir auch direkt so einsteigen. Warum sind Sie so unzufrieden, wenn Kritik kommt? Super zufrieden. Wir sind sehr super zufrieden. Na gut, die Ironie. Meiner Mannschaft. Ich bin super zufrieden mit meiner Mannschaft. Top. Ich als Experte heute auch mit dem FC Bayern. Dann ist doch 90 Minuten. Dann ist doch Ostern und Weihnachten. Und wenn ich eben ab und zu mal eine andere Meinung habe, Thomas, das muss ja nicht so ausgetragen werden. Ich sehe es und ich akzeptiere deine. Ich akzeptiere es auch, dann machst du das heute auch. Du analysierst es sonst auch und Didi auch. Ihr haltet euch ja sonst auch nicht zurück. Aber Thomas, wie akzeptiere es doch? Analyse. Ja, ich doch. Das ist doch eine ganz respektvolle. Okay, doch, ist doch gut. Ja, aber Sie... Vor dem Spiel habe ich nur kurz reingehört, habe Lothar gehört, da gibt es Phasen, schlechte Phasen und sonst was. Wir haben zwei Unentschieden in der Liga gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Wir haben, glaube ich, sehr wenig Konstanz in der Viererkette und auf der Sechs, wie die zusammenspielen. Wir haben einen Torwartwechsel, den wir noch durchziehen in der Mitte von der Saison. Wir führen in der Champions-League-Gruppe, aber okay. Aber das ist doch das. Ist angekommen. Darf ich jetzt auch mal sagen? Ja, ja. Ich möchte gar nicht in die Diskussion. Ich möchte damit alleine lassen, wenn ich durch bin, möchte ich gehen, weil es ist mir too much. Die Ergebnisse haben wir auch angesprochen, Thomas. Wir haben doch gut, ich will da gar nicht einsteigen. Du weitest doch deinen Job, aber ich will da gar nicht rein. Das ist doch gar keine Diskussion. Ich will gar nicht Teil der Diskussion sein. Ihr habt einen Job. Ihr dürft das benennen, wie ihr möchtet. Das ist gar keiner sauer. Heute haben wir 4-0 gewonnen. Jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen. Viel Spaß. Tja, gratuliere. Tja. Also ich finde, wenn wir nochmal jetzt auch auf das zurückblicken, was Thomas Tuchel ja schon gemacht hat. Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und mit schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, muss ich sagen. Den Rest erfahrt er von den Experten ja direkt.